Liebe Mitbrüder, geschätzte Festgäste, sehr verehrte Damen und Herren, in wenigen Tagen, am 6. Juni, feiern wir wiederum das Fest unseres Ordensvaters, des heiligen Norbert von Xanten, der in der Vorrede meines Mitbruders Benedikt schon erwähnt wurde. Es sind genau 880 Jahre, 1134 am 6. Juni ist er verstorben, und dieses Fest, dieser Mann, so könnte man sagen, ist tatsächlich die Klammer zwischen all dem, was wir heute hier feiern und weshalb wir uns hier versammelt haben, aber auch wenn wir in wenigen Tagen gemeinsam mit Musica Sacra über die Grenzen wiederum das Fest unseres Ordensvaters eröffnen und auch das Festival Musica Sacra. Der heilige Norbert, man kann viel über ihn sagen. Er war sicherlich eine sehr spannende und spannungsreiche Persönlichkeit mit sehr vielen verschiedenen Talenten, die vielleicht auch sehr gegensätzlich gewirkt haben. Aber zwei Dinge kann man auf jeden Fall über ihn sagen. Er war ein großer Europäer. Das hing schon damit zusammen, dass er am Niederrhein geboren, über Xanten seine Lebensweise als Kanoniker, später Wanderprediger in Frankreich geworden ist, dort, wie wir gehört haben, in Prévotré die erste Gemeinschaft gegründet hat und dann Erzbischof von Magdeburg zu werden und auch dort zu sterben. Dazwischen war er einmal Reichskanzler und auch Vertreter des römischen Kaisers in Rom. Er starb in Magdeburg, ist der Patron der Stadt und des Bistums Magdeburg, aber auch gleichzeitig einer der Patrone von Böhmen, weil er seit dem 16. Jahrhundert nach seiner Heiligsprechung in Strahov in Prag in der königlichen Abtei beerdigt liegt. Ein Mann, dessen Leben wirklich sich im Spannungsfeld des mittelalterlichen Europas abgespielt hat, und wir können sagen, das war ebenfalls ein großes Europa. Das war eine Art europäischer Union, natürlich nicht zu vergleichen mit der heutigen. Aber es war durch viele Dinge eine Einheit. Die Sprache der Wissenschaft, der Kirche, das Latein war ein einigendes Band zwischen all den Ländern verschiedenster Nationalitäten. Und gerade über die Kirche und über das Christentum konnte man sich auch als Europäer fühlen. Und deshalb, glaube ich, ist es auch eine Mahnung des heiligen Norbert an uns: Europa, wenn du wirklich ein geeintes und ein friedliches Europa sein willst, vergiss deine christlichen Wurzeln. Wir verstehen das immer falsch. Wir meinen, wenn wir die christlichen Wurzeln Europas betonen, dann ist das exklusiv gemeint. Dann schließen wir alle anderen Religionen aus. Dann meinen wir, diese würden keine Bedeutung haben. Aber echtes Christentum trägt in sich die Toleranz und die Weite, mit anderen Religionen den Dialog, die Gemeinschaft zu suchen. Und wenn der Herr Mann gesagt hat, es ist fast ein Gegenüber, hier die Kreuze, dort die Menorah, der siebenarmige Leuchter, der Davidstern, aber daneben auch der Fisch, das Symbol für Christus, dann glaube ich, ist aus diesen christlichen, aus diesen echten christlichen Wurzeln heraus die Möglichkeit, friedlich miteinander zu leben. Und vielleicht darf ich eines sagen, das ist, glaube ich, wenig bekannt. Das Stift Geras
hat in der Barockzeit mit der jüdischen Gemeinde einen sehr reichen und fruchtbaren Handel getrieben. Na, warum wohl? Weil das eben wirtschaftlich sehr erfolgreich war. Und weil die jüdische Gemeinde gewusst hat, mit den Christen, mit den Prämonstratensern, da kann man gut handeln. Und wahrscheinlich waren auch Mitbrüder damals im Stift, die das auch gewusst haben. Also, da war schon viel Gemeinsames da, das man heute leider vergisst, weil es immer wieder Menschen gibt, die gerne polarisieren und die meinen, das eine gegen das andere aufrechnen zu müssen. Und das Zweite, was man über den heiligen Norbert, unseren Ordensgründer und den Patron sagen kann, ist, er war aufgrund seiner Persönlichkeit ein großer Friedensstifter. Das wird von all seinen Biografen sozusagen objektiv berichtet. Er hatte wirklich die Gabe, aufgrund seiner Beredsamkeit, seiner Rhetorik, seiner Persönlichkeit wirklich versöhnlich zu wirken. Ein ganz typisches Beispiel war Antwerpen. Da gab es bürgerkriegsähnliche Zustände nach religiösen Streitigkeiten, die man dann später dem heiligen Norbert sozusagen als Verehrer der Eucharistie zugeschrieben hat. Da gab es einen Priester, den Tantchen, der der Meinung war, alle Priester, die nicht streng nach den Regeln der Kirche leben, versündigen sich und könnten nicht gültig heilige Messe, Eucharistie feiern. Und als Zeichen dafür hat er die Hostien dieser Priester von diesen Gottesdiensten auf die Straße geworfen und hat sie zertreten, um zu zeigen, dass das ungültige Materie ist. Und diese Auseinandersetzungen in der Stadt haben zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt. Tantchen war schon lange tot, kam Norbert nach Antwerpen und hat dort es verstanden, Frieden zu stiften und den Frieden und die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und so bin ich fest davon überzeugt, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, dass es wirklich immer wieder in jeder Generation und in jeder Gemeinschaft Menschen braucht, die diese friedensstiftenden Aktivitäten sich auf die Fahne schreiben. In diesem Sinn auch danke meinem Mitbruder Andreas, danke auch dem Benedikt, danke allen, die sich wirklich einsetzen für Versöhnung. Natürlich, echte Versöhnung, echten Frieden gibt es nicht ohne die Wahrheit. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Sie muss ausgesprochen werden. Aber wir dürfen die Wahrheit nicht als Waffe gegenüber den anderen verwenden, sondern wie der berühmte Dichter Erich Fried gesagt hat, man muss dem anderen die Wahrheit hinhalten wie einen Mantel, dass er in sie hineinschlüpfen kann. Wenn wir das verstehen, und ich denke, das hat der heilige Norbert verstanden, wenn wir das so können, dann können wir echt Frieden stiften. In einem Europa der geeinten Nationen und in einem Europa auch der Regionen, wo jede Region wirklich so leben kann und darf, wie sie es gewohnt ist und wie es ihren Traditionen entspricht. Und so wollen wir jetzt die Kreuze segnen. Für uns Christen und besonders für mich, ich sage es immer als ostkirchlichen Abt, ist das Kreuz ja nicht das Zeichen der Marter und der Qual und der Tortur, sondern wir Ostchristen, wir empfinden das Kreuz eigentlich, wie es in der frühen Christenheit immer erfahren wurde, als das Zeichen des Sieges, als das Zeichen der Freude, als das Zeichen der Auferstehung. Nicht umsonst sagt die Kirche, wir preisen dich, heiliges Kreuz, denn Herr Jesus Christus, denn durch dein heiliges Kreuz ist Freude gekommen in alle Welt. Und so mögen diese Kreuze, die wir heute segnen, Zeichen der Freude sein für Schaffer und für unsere Welt.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, dein geliebter Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne diese Kreuze. Stärke unseren Glauben, damit wir im Kreuz deine Macht und Weisheit erkennen und so teilhaben an der Frucht des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, der uns durch sein heiliges Kreuz erlöst hat, in den Fürbitten um. Herr Jesus Christus, wende dich allen Menschen gütig zu, damit sie erkennen, dass du allein das Heil der Welt bist. Wir bitten dich, Herr Jesus. Gib, dass alle Menschen einander als Brüder und Schwestern annehmen. Wir bitten dich, Herr Jesus. Rette alle, die uns in diesem Zeichen gläubig vorangegangen sind. Wir bitten dich, Herr Jesus. Im Vertrauen auf die rettende Macht deines Kreuzes beten wir nun gemeinsam, wie der Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Himmlischer Vater, wir verehren das Kreuz deines Sohnes Jesus Christus und preisen seine Auferstehung. Denn durch das Kreuz kam Freude in alle Welt. Im Kreuz ist uns heil geworden bei ihm, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne und beschütze uns alle, der dreieinige und menschenfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Großer Gott, wir loben dich, reich Brot.